Günstner Wasserfälle. Einige Gespräche zwischen Peter und Gott finden an abgelegenen Orten statt. Die Kunst war, dorthin zu gelangen. Mein Gott, warum immer so weit entfernte drei Orte? Und, alle noch fit? Da hieß es dann natürlich, das Team so gut wie möglich zu motivieren und bei Laune zu halten. Was? Sag einmal was Nettes zu sagen. Die Karin ist die Beste. Schlussendlich konnten wir mit dem Dreh beginnen, wie immer unter Zeitdruck und unter massivem Platzmangel. Sehr vertrauenserweckend da. Keiner. Ich probiere das, oder? Dann geht's halt die Zahl. Kann ich das? Kann ich eigentlich. So. Da bin ich mehr im Dreh in den Alten. Ton. Läuft. Klappe. Wieder los. Da führt jetzt wesentlich mehr Wasser als früher. Das liegt am Gletscher, der da oben liegt. Er schmilzt rasant vor sich hin. Der Kreislauf reagiert auf das Hamsterrad. Aber er wird das Hamsterrad niemals vollständig implementieren. Und dann hieß es Abstieg und ab zum nächsten Drehort. Unser Local Scout Alan Heitzer führte uns auf sicherem Faden zum Edragsee, wo wir den Drehtag beendeten, bevor es so richtig zu schütten begann. Und dann stehen wir auf. Und das sollte in einer totalen Dringung sein. Wird der Text jetzt da noch? Also mal sitzen. Fisch. Komme ich nie mehr auf. Wie lange dauert denn das? So ein Dialog. So wirst du es nicht wirklich in die Knie. Also setz ein Knie auf den Boden. Sonst bin jetzt tief. Stehen wir auf, Rainer? Oh ja, genau. Ist das symmetrisch? Also sind wir sozusagen genau, ist der Berg genau in der Mitte und wir links und rechts? Da plagt sich die Gebirgsfaltung Jahrmillionen und der Rainer will wissen, ob sie symmetrisch ist. Amüsant, eure irdische Gerechtigkeit. Amüsant? Da geht es um Existenzen. Darum geht es bei Schwarzer Peter auch. Nein, das ist ein Kinderspiel. Oder ein Trainingslager. Möglich sind nur Züge innerhalb der Regeln. Außer man verändert die Regeln. Kuhfladenalarm. Stadtkind filmt die Kuhfladen. Aber schön ist es.